Und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command One Europe. Mehr Spieler gegen General Honigblume. Mit den Schiffen ist ungünstig. Er flieht in den Hafen. Nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Das sind die ganzen Flugzeuge, die Stress machen. Persien selbst sind wahrscheinlich nur ein paar Sowjets, die Stress machen. Hier ist ein Schiffen, an einem Kram, das noch hin und her geht, ohne dass man das jetzt groß sehen würde. Ja, dann sind wir auch dran. Langsam wird es ernst, immer mehr Zeug für die Landung zusammenzutragen. Auch schon Februar 43. Dann kommt hoffentlich hier auch noch ein Schwung Material rein. Naja, mein, gar nicht so. Okay, die Italiener haben schon von dem Zeug. Auf jeden Fall das Flugzeug schon mal weiter und dann gucken wir mal. Fisch, hier ist so viel Schlamm irgendwie dazwischen. Aber da, wo man jetzt sieht, dass man bräuchte. Ihr könnt trotzdem zuhauen, du hast die relevanten Einheiten unterstellt. Mal ein bisschen reingucken, ob du die Flak findest. Ja, und ihr müsst euch da einfach durchwühlen. Das geht dann gerne Luca freiräumen, und das irgendwann für die Versorgung nutzen kann. Der Nava wird wahrscheinlich noch zu stark sein für alles. Na gut, okay, ist da. Und du kannst ja das Feld hier schon mal besetzen, den Wald. Jetzt haut mal auf den. Der Afrika-Korpanzer nebenbei. Und die Armee kann der auch noch nachrücken. Da ist dann auch das eine feindliche Hauptquartier. Eigenes Akku abschirmen. Ja gut, ihr könnt hier ein bisschen, ach, könnt ihr gar nicht perfekt um die Ecke herumrücken, wie ich jetzt eigentlich gehofft hatte. Zwischen auch schon Geschosse, aber ich hätte dich lieber gerne weiter vorne. Mitschießen kannst, das kann also alles noch ein Weilchen dauern. Wenn hier irgendwie mal vernünftig reinkommt. Was unschön ist. Wie sieht es bei euch ansonsten aus? Du kannst nach Volop da rein. Sehr schön. Dann ist jetzt auch konsequent hier deren Bahn unterbrochen. Und die Orte gehen alle maximal auf eine 5 rauf. So, wie sieht es bei euch aus? Auch gerne draufhauen, womöglich. Sodass dafür auch gerne die Einheiten, die da wirklich kämpfen können, unterstellen. Bei der Bomber könnt ihr vielleicht noch einen treffen. Ja gut, kann ein Korps ohne Waffen einen schweren sowjetischen Panzer aufhalten?
Ja, ist eine gute Frage. Notfalls schmeißen wir vielleicht noch die Armee von da rein, auch wenn die auch nie übermäßig stark ist. Kannst endlich mal von dem kleinen Krieg da zurückkommen. Ja, vor allem dann, um die Landkarte anzumalen. Ihr sichert das alles ab, ihr sichert das ab. Du solltest noch den Ort für die Optik holen. Da kann einer rein, ihr müsst da aufpassen. So, du könntest hier mal vielleicht nach Mosul. Ah ne, warte. Die Bahn. Ja nicht, wenn man, falls man wirklich von der Bahn weg wollte, bräuchte man das da oben. Du solltest da rein. Ich suche erstmal die klaren Sachen. Und dann kann man immer noch den ganzen anderen Kram machen. Haben wir hier einen Verbindungsweg? Sehr gut. Gehst darauf. Dann sackst du auf jeden Fall die Häfen ein. Frage, was die anderen tun. Ich glaube, hier oben ist kein wirklich nennenswerter Widerstand mehr. Könnte aber natürlich sein, dass er versucht, noch eine Landung hier rum zu machen. Würde ich sagen, die Armee kann das ja noch ein bisschen ablaufen. Aber der Rest sammelt sich dann eher wieder hier hinten. Saudi-Arabien rein? Naja. Nicht sein. Mehr, soweit ihr das könnt. Dann, ja, alle nochmal heilen, dann Upgrades womöglich und dann verteidigt ihr den Laden hier und könntet dann wohl auch einige eurer Jagdflugzeuge abgeben. So, und wie sieht es hier drüben aus? Bagdad wird nächstes Mal noch gut ansteigen. Aber die Frage ist, ob da nicht vielleicht doch ein Jagdflugzeug zwischen ist. Wäre auch zu schön gewesen, wenn nichts. Wenn ich. So, jetzt kriegst du den zumindest rein. Bei dem da geht es weiter eher schlecht. Leider kriegen wir den hier nicht kommandiert. Was da drüben ist, ob man dann irgendwas reinrast, was man nicht will. Mit einer nicht kommandierten Einheit. Ja, wenn wir den noch gut treffen, könnten wir vielleicht hier mal Q-Einschlag verpassen. Oder den halt zumindest rausnehmen. So, und ihr stellt euch dann bitte noch irgendwo hin für den Fall der Fälle, wo ihr Luftabwehr habt, so ein wenig. Und demnächst auch mal kommandiert werdet. Könntest ihr da schon mal hin und dann zumindest auch eine Gewaltfahrt machen und das alles hier fertig anmalen. So, und ihr müsst das verteidigen. Und die Frage, was sammelt sich hier drüben dann schon mal alles für Zeug an? Das auf Boote könnte. Und was braucht ihr noch? Du brauchst Ausrüstung. Austeilung. Zumindest die Waffen schon drauf. Wie sieht es bei euch aus? Möchtest auch mal Heilung? Genauso wie das Ding zumindest ein bisschen. Und dann die Frage, wo die sowjetischen Schiffe sind. Okay, da ist das U-Boot. Die anderen sind, denke ich mal, noch weiter weg. 10% Chance auf Schaden im Hafen. Das ist nicht so das Wahre. Ich könnte das italienische Akku schon mal auf ein Langstreckenboot steigen. Dann hätten wir das auch schon mal von der Liste. Einheiten, die man alle bezahlen muss für die Landung. Ein Chor, du kannst auch erstmal da, noch eine Spezialeinheit, die kommt noch nach vorne. Noch mehr Garnison. Zu vergessen natürlich auch die irakische Garnison. Da anstellen, wo der Bomber steht. Dann hätten wir da auch noch mal eine Einheit. So, dann hätte ich eigentlich der starke Chor aus Baku. Sehr gerne bei irgendeiner Form der Landung dabei.
Auch hier ein Kurzstreckenboot. Oder hier. Dann natürlich sehen. Aber wenn er einfach so viele sieht, dass er da eh nichts mehr gegen machen kann, passt er schon. So, dahin und eigentlich auch sehr gerne dahin. Die Bahn und alles zu schützen. Fit machen, weil da wahrscheinlich die Sowjets noch irgendwo sind. So, falls er nochmal mit dem Landungsboot rein möchte. Ist auch so ein bisschen an der Front. Hier könnten wir vielleicht noch. Da technisch ein bisschen dran bauen. Noch eine Menge Panzer und dann wäre es vielleicht wirklich gesünder, wenn da eine stärkere Truppe aufpasst. Du kannst dich vielleicht hier auch mal in Richtung eines Hafens, wenn man weitere Einheiten braucht, bereit machen, per Transportschiff nach oder demnächst geheilt werden. Das Geld fliegt nur so raus. Weiter auf die Packseiten hier und da auch noch die Stellung, können Sie ruhig machen. Habe ich dann auch einmal zu einem Haku im Zweifel geheilt oder mal. Okay, ist doch etwas dran. Genau, Schwächen, dann kannst du da auf Partisanen aufpassen. Auch gut. Wobei, wir könnten dich auch voll heilen. Okay, was haben wir noch, was demnächst reinkommt? Ein Flugzeug, deutsches Akku. Flugzeuge, ach, wir müssen natürlich noch den Panzer zurückkaufen. Da hinten abgeschossen wurde. Gut, dann ja, Landungseinheiten weiter stellen und bereit machen. Und halt darauf hoffen, dass die Forschung, aber ja gut, da kriegen wir Stufe 3 ziemlich sicher durch. Hat jetzt nicht alle unbedingt die Luftabwehrwaffen drauf. Wenn die ausreichend Jagdflug, na gut, hat eine Menge Bomber. Könnte schon ungesund werden, wenn man die nicht hat. Mobilität ist dann aber wahrscheinlich doch zu teuer. Kriegt die Spezialeinheit da hinten auch nochmal Luftabwehr. So, du. Vielleicht auch noch mal mit drauf. Ihr steigt da alle auf Kurzstreckenboote. Der Feind, die kann sich bereit machen. Flugzeuge kriegen wir. Ein deutsches Akku treiben wir schon noch irgendwo auf. Und dann ungarisch-rumänisch steht hier genügend rum für die Boote. Italienisch kommt jetzt noch. Spezialeinheit auf ein zweites Boot und Chor vielleicht auf Kurzstreckenboote. Das ist da, du bist da. Spezialeinheit und noch irgendein deutsches Hauptquartier. Aber noch sind die alle hier relativ im Einsatz. So bei denen. Den könnte man demnächst wegschicken. Den hier eigentlich auch, wenn man davon ausgeht, dass ihr das irgendwie schon zusammenhaltet. Upgrades kriegen. Ich würde den hier auch schon gerne wegschicken und den noch in Ruhe seine Sterne geben. Und hoffen, dass der einfach jetzt nicht mehr zu sehr rumnervt. Schon ein Jagdflugzeug mit rüber. Noch eins, ja, die Luftwaffe zu verlegen wird auch ein riesiges Wirtschaftsthema. Gut, 36, aber so der Masse der Flugzeuge.
ich da auch schon mal an. Jetzt bin ich teilweise natürlich schnell ein bisschen durchgegangen. Also wir brauchen dich da noch als Doppel-HQ. Den Italiener könnten wir vielleicht hier auch noch für ein Kurzstreckenboot nehmen. Da wo das U-Boot steht. Noch Platz, du schaust dir die Insel an und hältst sie so ein bisschen blockiert. Ist natürlich dahin und dann Gewaltmarsch machen oder per Bahn hin und ihr steht halt hier weiter rum. Technisch gesehen natürlich nur machen kannst, um die Versorgung unten zu halten. Du bist da, dann haben wir unseren Strat. Ja, die sind da so ein bisschen versorgt. Vielleicht mal Novgorod treffen. Von der Seite da hoffentlich kein zu großes Problem darstellen. Noch eine Packer, aber wenn die da einen Panzer haben, ist das vielleicht schon in Ordnung. Für die Optik anmalen, dann geht da auch eine Eisenbahn durch. Packer können da aufpassen. Ihr passt also im Großraum rum. Vielleicht wäre die Frage, ob wir dich nicht auch schon hoffentlich wegbringen können. Ich hoffe, da vielleicht eine Flak noch irgendwie hier mit dran schieben. Und ich glaube, dieses HQ kann hier dann auch mal auf die Eisenbahn zurück. Weg und der oben von Moskau noch. Wenn er nächstes Mal dahin geht, danach auf ein Schiff steigen kann und es dann ungefähr plus minus losgeht, das würde glaube ich soweit passen. Oh, du kannst per Gewaltfahrt an irgendwas ran. Kann ich noch da und bist maximal versorgt. Könntest die Wüste noch weiter anmalen? Ist da und ihr formiert euch jetzt schon eher um Kairo herum. Nichts passiert. Kommst in einen Hafen. Erst weiter hier ganz frech irgendwo. Bist du entlang. Bist ihr jetzt mal wieder raus. Okay, das heißt, nächsten Zug Hakus ranpfeifen aufs Boot. Dann also, wenn es am besten in drei Zügen losginge. Meine grobe Planung. Sofern natürlich alle Einheiten noch so rankommen, brauchen können. Ob der im nächsten Zug schon da sein wird. Nee. Aber das ist ja gut, dass wir kriegen andere Einheiten oder in vier Zügen. Also ein bisschen gucken, wie das fällt, wann wer kommt. Aber ich glaube, die sowjetischen Schiffe sind ja auch erstmal weg. Dann gehen wir schon mal ein bisschen näher ran. Und dann geht ihr nächstes Mal auch einfach alle schon auf Schiffe. Und ihr haltet euch bereit hier für sehr viele Kurzstreckenboote. Mit auch noch mehr Italiener. Bei schicken. Ja, da würde ich auch Geld sparen. Italien, ihr könntet denen hier nochmal Ausrüstung geben, falls sie tatsächlich kämpfen müssen. Aber das restliche Geld sparen dann für die nächsten Züge, wenn die alle auf Boote steigen, das wird ein Vermögen kosten. Forschung dürfte ja halbwegs laufen, das dürfte durchgehauen werden. Ja. Haltet das schon irgendwie durch, oder? Wenn ich habe eine Menge Armeen und die haben noch nicht die besten Panzer, dann wird das ausreichen und die Flieger können noch alle zur Seite. Also ich denke mal, wir können den Zug beenden. Aber Nachschubmangel, aber du hast den Ort, das passt.
Genau, amphibische 3. Kann hier noch Industrie fertig. Und dann an dieser Stelle auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei General Honigblume mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.